Wir schreiben den 3. Dezember 2019. Herzlich willkommen zum dritten Türchen des Adventskalender. Und heute wird es eine wirklich tragische, traurige Nachricht geben. Dramatisch. Dramatisches ist passiert während der Nacht vom 2. auf den 3. sozusagen. Bevor ich euch das erzählen kann, muss ich mir erstmal tatkräftige Getränkeunterstützung zulegen. Das heißt, ich öffne das 3. Türchen unseres Coffee Brewer Adventskalenders und schau mal, was für ein Kaffee mich denn da heute erwartet. Es ist echt auch so ein bisschen, es könnte auch immer so ein Fruchtsmoothie drin sein. Ne? Gibt's ja auch hier so Sachen zum Quetschen in den Mund hinein. Das ist auch gar kein Problem. Heute, 3. Dezember, was erlebt der Weihnachtsmann? Sometimes I wish that people would have less wishes. Also der Weihnachtsmann ist hier beschäftigt mit... Oh Mann, immer das mit dem Tisch! Mit ganz, ganz vielen Wünschen, die er in ganz, ganz vielen Säcken zu Hunderten sortieren muss. Er kommt aus Peru. This Peruvian coffee is grown by Cajamarroa in Santa Tomas de Cutervo in an altitude of up to 2637 Meter. Der Coffee, der hat eine Reise hinter sich. This unique coffee will offer you sweet floral aromas with a silky acidity of lime and passion fruit and a sweetness of dates and sugarcane. Heute bin ich mal nur knapp über den Strong-Strich hinaus. Das heißt, etwas länger warten. Da bekomme ich vielleicht noch mehr mit von den floralen Aromen. 8 Minuten ist das eigentlich. Dabei könnte ich ihn ja gebrauchen. Ich stelle das hier schon mal zur Seite. Ich habe bezüglich eines gewissen Adventskalenders eine bittere, bittere Nachricht. Bevor es heute spaßig und weihnachtlich wird, gibt es erstmal einen stressigen Rückschlag, aber das gehört ja auch immer so ein bisschen zur Weihnachtszeit mit hinzu. Der ganze Stress, der sich über das Jahr angestaut hat, entlädt sich in einer Spielerei aus Konsum und Geschenken und sonstigen Streitigkeiten, die vielleicht unter dem Weihnachtsbaum ausgetragen werden. Man weiß es ja nicht. Und mich hat es heute halt einfach mal ein bisschen früher erwischt. Oder uns, ne, hat es ein bisschen früher erwischt. Es dreht sich um den Elektronik-Retro-Spiele-Adventskalender. Wir könnten hier jetzt Türchen weiter öffnen. Das Problem ist allerdings, dass beim Aufbau des 2. Spiels, was ich natürlich gemacht habe, ich habe mich hingesetzt, wollte euch das heute präsentieren und habe es auch weit geschafft. Allerdings vermute ich, dass da etwas kaputt gegangen ist. Und jetzt nicht irgendwas, was sich schnell ersetzen ließe, sondern ich glaube, es ist der essentielle Bestandteil für alle weiteren Türchen. Ich habe schon eine Mail rausgebuddert und versuche das jetzt möglichst noch innerhalb der nächsten 20 Tage, wäre ganz praktisch, würde ich mal sagen, zu organisieren, sodass wir doch noch die Türchen hier dann in einem fetten Elektronik-Retro-Spiele-Adventskalender-Tag nachholen können. Aber ich kann jetzt gerade nicht mehr mit weitermachen, weil allein schon das 2. Türchen leider so nicht funktioniert. Hätte ich mit so einem vollen Rückschlag gerechnet. Wenn die Technik dir den Rücken kehrt und dir die kalte Schulter zeigt, ja, dann gibt es nur eine einzige Sache auf der Welt, die das auskontern kann, und es ist Magie. Ich würde sagen, meine Begabung liegt auch eher im Magischen. Ich habe meinem Mitbewohner zum Beispiel den Zaubertrick aus dem 2. Türchen mit der Münze schon vorgeführt und wow. Und jetzt schauen wir mal, was uns das 3. Türchen im Magic Adventskalender, bin doch Profi im Schiefsingen, so zu bieten hat. Wo haben wir denn die Nummer 3? Was ist das denn? Die springenden Punkte. Ich dachte erst, es wäre vielleicht ein Kartendeck oder sowas in die Richtung. Das ist der springende Punkt an der ganzen Sache. Wo ist denn, da ist mein Zauberbuch, ne? Und dann brauche ich auch noch bitte meinen Zauberstab. Wo haben wir den denn abgelegt? Habt ihr den geklaut oder was? Habt ihr meinen Zauberstab euch weggesnackt? Ach, da liegt er. Versteckt hat er sich neben der neuen Deko für den 3. Dezember. Guckt mal hier. Now, brother, room down, all around now. Now we come down.
jetzt ist auch mal wieder gut. Wird es Zeit für Kaffee? Ich glaube, es wird Zeit für den Kaffee, bevor ich mich dem Trick widme. Und währenddessen wird gehämmert. Das ist das, was ich brauche. Lecker. Sehr floral. Und jetzt offenbare ich hier mal die wunderschönen Magic-Kartentricks. Ich glaube, es sind doch auch Karten, weil es steht ja auch Card-Tricks drauf. Das heißt, kein komplettes Deck, das ich jetzt hier bekommen habe, sondern insgesamt 6 Punkte mit verschiedenen Farben. Dreimal gibt es hier blau, dreimal gibt es rot. Und ich schaue mal, wie der entsprechende Trick dazu aussieht. Oh, die Kaffeetasse dampft, die will richtig Aufmerksamkeit, ne? Das kann ich verstehen. Also, euer großer Magier, Dumbledores Nachfolger, hat sich mal wieder informiert. Das ist ein Kartentrick, der mit der Wahrnehmung dieser verschiedenen Farben hier spielt. Natürlich werde ich auch nicht alles verraten. Er lässt sich jetzt auch nicht perfekt durchführen, weil ihr euch eigentlich nicht selbst entscheiden könnt. Aber ich habe hier in meiner Hand habe ich 6 Karten. Und ihr könnt jetzt eine dieser Karten ziehen. Es ist egal, welche. Oh, ihr nehmt also die mittlere Karte. Nun gut, ja, da habt ihr sie mal. Das ist eure wunderschöne Karte, die ihr hier dabei habt. Ihr wisst ja, wir haben 3 rote, 3 blaue drin. Ich lege die jetzt mal hier hin. Das ist eure Karte, die merkt ihr euch, die da liegt. Ihr habt sie gerade gesehen. Und ich habe jetzt hier noch meine wunderschönen Cards herumliegen. Ja, ich habe jetzt hier noch 5 Karten in meiner Hand. Aber was für eine Farbe werden diese 5 Karten wohl haben? Ich werde jetzt jedenfalls beweisen, dass alle Karten, die ich hier in der Hand habe, die euch entgegengesetzte Farbe enthalten. Also ich ziehe hier die erste Karte vom Stapel und zeige euch auch noch diese hier. Und wir sehen schon mal, wow, die sind beide blau. Jetzt sollte sich eigentlich nur noch eine blaue Karte in meiner Hand befinden. Wir legen diese Karte auf den Tisch. Ich habe hier immer noch meinen wunderschönen Stapel und ziehe eine weitere Karte heraus. Komisch, schon wieder blau. Wie ist dies möglich, nachdem ich hier die 2 blauen Karten hingelegt habe? Und auch hier in meiner letzten Hand habe ich nur noch blau. Was hattet ihr für eine Karte? Aha, rot. Ich sag mal ganz ehrlich, man muss hier einmal Karten doppelt hinlegen und so oben drüber drauf, da muss man sich schon geübte Handgriffe geben und das hier und da vielleicht ein bisschen üben, damit das smooth aussieht. Aber ihr wart doch trotzdem verzaubert, ich bin mir sicher. Magic. Ich war beeindruckt von meiner Performance. Wenn ihr das nicht seid, dann kann ich da nichts für. Das war die Zaubershow für heute. Ich bin ein bisschen enttäuscht, was eure Reaktion angeht. Also, immer sagen, es gibt keine Magie mehr in der Welt, aber dann sich davon nicht verzaubern lassen. Sind wir heute mal richtig crazy? Wir sind heute mal richtig crazy. Und schnappen uns jetzt einfach mal gleich was Leckeres, Süßes, um den Blutzuckerspiegel nach oben zu pumpen. Da ist die 3, die ist sehr, sehr winzig, sehr, sehr klein. Aber das Fach an sich, das ist es nicht, nur die Zahl. Nur die Zahl ist etwas klein geraten. Und ich fühle, es fühlt sich wie ein Lutscher an. Es ist ein Lutscher. Es sind Chupa Chups Melody Pops. Das ist jetzt eine Süßigkeit, die mir natürlich, abseits vom Namen Chupa Chups, den kennt man, und man kennt natürlich auch einen Lolli. Aber wenn ich das hier richtig sehe und wenn ich das richtig verstehe, dann ist das ein Lollipop, der auch gleichzeitig als Pfeife fungiert. Und das ist jetzt keine Süßigkeit, mit der ich in meiner Kindheit zum Beispiel mal in Berührung gekommen bin. Das ist tatsächlich eine Pfeife. Auf was für Ideen diese Süßigkeitenhersteller kommen. Hier, man möge sie von nahem betrachten. Also da wurde so richtig pfeifenmäßig was reingeschnitzt. Ansonsten sieht es halt aus wie so ein Lolli. Das ist ja aber auch ein bisschen fies, weil je mehr ich diesen Lolli hier ja lutsche, desto weniger wird die Pfeife funktional bleiben. Aber kann ich da jetzt wirklich einfach... Okay, man hat halt mehr Bock dran zu lutschen, als direkt zu blasen. Verändert ihr auch ihre Tonlage, jetzt je mehr ich
Lecke. Ah, warte mal. Das ist das, ist gar nicht, es ist wirklich auch so richtig mit Tonhöhen und so. Also es gibt Töne von sich, aber schön sind die nicht. Wer auf die Idee mal wieder gekommen ist, noch nerviger kann man, glaube ich, Süßigkeiten nicht mehr gestalten. Aber ein witziges, kleines Objekt fürs Kuriositätenkabinett. In der Folie hier sind sogar, Noten vorhanden mit Positionen dabei und auch wirklich große Stücke. Hier ist zum Beispiel Beethovens 5. Symphonie drin. Ganz klar, ich lege dich hier neben meinen Zauberstab, der fast genauso magisch ist. Und wie vorher schon betont, ist das Gegenteil oder viel eher das Gegenstück zur Magie, die Technik. Und ein Elektronik-Adventskalender steht ja noch. Mal gucken, ob ich den vielleicht auch noch klein bekomme. Da war aber auch das zweite Türchen sehr, sehr einfach, weil es einfach nur darum ging, dass diese 9 Volt-Block-Batterie hier etwas erweitert wurde. Jetzt mal gucken, was uns da das dritte Türchen im Konrad Elektronik-Ideen für Techies Adventskalender bietet. So, die 3 ist nämlich auch schon eine ganze Ecke größer. Es ist sogar das größte Türchen des ganzen Adventskalenders. Es ist nicht die 24, es ist hier die 3 und ja, das kommt mir doch bekannt vor, die ganze Geschichte hier. Wir haben wieder so eine tolle Steckplatine hier bekommen und auch wieder so, ja, so einen tollen Draht zum damit rumbasteln. Ich habe so wirklich das Gefühl, ich habe mir 2 sehr ähnliche Adventskalender zusammen geknuspert, die beide so viel Aufwand hervorrufen wie keiner der anderen Adventskalender. Das ist jetzt nämlich einfach hier gesteckter Aufbau. Da geht es einfach nur darum, dass ich jetzt eben das, was ich eigentlich auch schon im Retro-Spiele-Adventskalender im ersten Türchen gemacht habe, dass ich das jetzt hier mit der Platine da zusammenbastel, dass Widerstand und die LED angebracht werden und das Ganze dann in dieser Platine hier drin steckt. Weil das aber auch wieder trotz allem so eine kleine Friemelarbeit hier kurz ist mit dem Draht eben dementsprechend abmachen und so, werde ich das wieder in einer dunklen Stunde erledigen, weil das macht mir Spaß, ja. Ich stehe jetzt immer morgens auf und mache hier so ein paar Elektronikarbeiten, bei denen ich zwar die Hälfte kaputt mache, aber es bekommt zumindest niemand mit. Ich muss hier immer nur von meinen Fehlschlägen berichten. Das fühlt sich ein bisschen nach Hausaufgaben immer an, muss ich ehrlich sagen. Das heißt, morgen präsentiere ich euch, wie diese LED das gleiche machen wird wie in den beiden Tagen zuvor, nur wird es dieses Mal eben auf so einer Platine leuchten. Ich sehe aber hier auch so ein bisschen meinen Anfang kommen. Ne? Ich sehe meinen Anfang in der Elektronik. Wenn ich das hier alles durch habe, dann werde ich nächstes Jahr hier mit dem Raspberry Pi Adventskalender sitzen und irgendwie den nächsten Supercomputer oder zumindest vielleicht einen kleinen Super Nintendo Emulator programmieren oder so. Das wird ganz, ganz großartig. Ebenso großartig wie mein Lieblingskalender. Ach, ich habe doch wirklich nur einen Lieblingskalender. Eigentlich mache ich den ganzen Kladderadatsch hier nur für den. Und ich will, dass ihr es alle mit mir gemeinsam sagt, für den Rentner-Adventskalender. Ach, großartig, was es da vielleicht wieder zu schnabulieren geben wird. Heute heben wir uns mal den Lego-Adventskalender wirklich für den Abschluss auf und nehmen auch nochmal gemeinsam einen fröhlichen Schluck. Und ich pushe nochmal kurz die Weihnachtsstimmung bei euch. Gib's mir, während ich das dritte Türchen öffne. Wo ist es denn? Da ist es. Es ist Blütentracht, Honig. Merry Christmas, Baby! Ja, wir haben hier Bienenwirtschaft Meißen, Blütentracht, Honig aus Meißen. 20 Gramm, auch wieder in diesem schönen Altenheim-Päckchen. Und das heißt, ich darf mir wieder ein Scheibchen Brot snackern gehen und dann präsentiere ich euch hier gleich ein leckeres Honigbrot. So, das gute Brot, das tut nicht Not, ne? Es ist Brot im Haus! So muss das nämlich aussehen. So, der gute Blütentracht-Honig wird da jetzt draufgeballert. Es ist Zeit für ein gemütliches Frühstück. Ach Mensch, ich sag's euch. Die Elektronik-Adventskalender nächstes Jahr. Also, ob die nochmal ein Comeback machen werden,
Ich glaube, ich bestelle mir nächstes Jahr einfach 7 Rentner-Adventskalender. Es ist übrigens hier eher ein, ja, ein cremiger Honig. Aber mega schön alles drauf. So, jetzt machen wir erstmal den puren Taste-Test. Nee, das ist wirklich... Lasst euch das von jemandem gesagt sein, der sich wirklich mit Frühstücksutensilien jeglicher Art bestens auskennt. Das ist ein solider bis sogar guter cremiger Honig, der genau das erfüllt, was man von so einem Honig erwartet. Ich nehme noch ein bisschen, komm. Er hat wieder zugeschlagen. Das ist das zweite Türchen in Folge, würde ich sagen, wo der Rentner-Adventskalender absolut gar nicht enttäuscht, sondern auf ganzer Linie überzeugt. Und jetzt schauen wir mal, ob der Lego-Adventskalender, wo ich sagen würde, der hatte auch wirklich ein sehr schönes erste Türchen. Du kannst ja nicht viel falsch machen beim Harry Potter Adventskalender, im ersten Türchen den Harry rauszuhauen. Deswegen gucken wir mal, ob das auch aufrecht erhalten werden kann. Wie jedes Mal, zum dritten Mal in Folge auch, stelle ich den Adventskalender erstmal falsch vor auf. Man könnte echt meinen, es wäre sonst was los hier, ne? Mein lieber Lego Adventskalender, wo ist denn das dritte Türchen? Es befindet sich oben rechts in der Ecke. Zärtlich wird es geöffnet. Und dann haben wir wieder was zum Zusammenbauen. Das ist natürlich eine große Freude hier. Das sieht mir so ein bisschen jetzt hier, wenn ich auf die Teile schaue, so aus, als wird das ein Tannenbaum. Da bin ich doch mit bei, ey. Sogar mit Ständer, damit er nicht umfällt, ne? Ach, es werden sogar zwei. Ist richtig süß gemacht hier mit diesen kleinen dunkelgrünen Slopes, die da an die Seite rangepappt werden. Ich kann mir das auch noch gut vorstellen, so eine kleine Karriere als Lego-YouTuber. Fertig gebaut. Das sind sie jetzt, die zwei kleinen, süßen Tannenbäumle. Und ich habe wieder drei Teile extra. Guck mal die kleine Tannenbäumle hier an. Das eine ist gerade umgefallen. Ja, aber die sind ja schon, die sind putzig. Hm? Bisschen viel Schnee vielleicht drauf, mit einem kleinen Sternchen. Das kann man schon mal machen. Also das sieht winterlich, weihnachtlich aus. Das ist meine alternative Präsentationsmethode für heute. Und zwar ist das auch einfach, das sind Kopfhörer, ne? Das sind neue Earpods. Wir sehen uns morgen um 5 Uhr bei Türchen Nummer 4 wieder. Und übermorgen sehen wir uns um 5 Uhr bei Türchen Nummer 5 wieder. Das wollte ich nur mal sagen, weil das eben so schön passt. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen traumhaften Start in den Tag. Bringt ein bisschen vorweihnachtliche Freude hinaus in die Welt. Gibt es auch, glaube ich, also wenn ich das hier richtig sehe, dann kommt hier auch noch so ein größerer Weihnachtsbaum. Es ist mal wieder, da hat er den Cliffhanger noch rausgeholt. Fürs Ende. Tschüsschen.